Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Petra Mahnke. Ich bin Geschäftsführerin der Gesellschaft für Maritime Technik und heiße Sie hier im Forum Meerestechnik auch im Namen des BMWI und des Gastgeberlandes Mecklenburg-Vorpommern herzlich willkommen. Wir haben uns für ein Arbeitsforum entschieden, um die Handlungsempfehlungen an die Politik zu adressieren, die es braucht, um die Wirtschaft in Deutschland nach vorne zu bringen und insbesondere auch die Meerestechnik. Dafür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden und dafür möchten wir heute mit Ihnen diskutieren. Wir haben Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft hier an der Seite, an meiner Seite und aus der Politik. Und da wird es nachher in den Expertenrunden, werden wir diskutieren und verschiedene Aspekte der Technologieführerschaft und Sicherung dort beleuchten. Was erwartet Sie in dem Branchenforum Meerestechnik? Sie werden jetzt gleich ein Statement von Boris Herrmann zu der deutschen Meerestechnik im Einsatz auf der Vendée de Globe hören. Danach werden zwei Impulsreferate uns unterschiedliche Aspekte der nachhaltigen Nutzung beleuchten, einmal aus Sicht der Wissenschaft und dann aus der Wirtschaft. Und dann werden Sie viele bekannte Gesichter zwischendurch sehen in Videoeinspielern, wo es darum geht, wie die nachhaltige Nutzung der Meere aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird. Wir möchten auch Sie wieder aktiv einbeziehen. Und zwar werden wir in einem Fragetool Ihnen die Möglichkeit geben, sich aktiv hier zu beteiligen und Fragen zu stellen. Das wird dann nachher später nach dem Expertengespräch adressiert an die Experten hier rechts und links an meiner Seite. Und wir werden die Fragen dann sozusagen sammeln. Und es werden natürlich nicht alle beantwortet werden können, aber wir werden sie auswählen und dort dann adressieren. Wir, das ist die Co-Moderatorin Alexandra Dreyer vom VDMA und ich. Es ist jetzt auch eine erste Umfrage freigeschaltet, die ich bitte, dass Sie die jetzt beantworten. Und zwar, aus welchem Bereich der Meerestechnik sind Sie heute als Vertreter anwesend? Und da würde ich Sie bitten, das jetzt zu machen. Ja, wir haben viel vor. Lassen Sie uns beginnen. Sehr verehrte Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich einmal eine Lanze brechen für deutsche Meerestechnik im Einsatz zusammen mit mir im härtesten Yachtrennen um die Welt, dem Vendée Globe, nonstop und einhand. Ich bin also alleine um die Welt gesegelt, ohne anzuhalten, in 80 Tagen im letzten Winter mit einem fast fliegenden Rennboot mit Hydrofoils, mit bis zu 70 km/h Geschwindigkeit über alle Wellen- und Ozeanbedingungen durch Stürme und die rauen Bedingungen der Südmeere. Und ich hatte, wie gesagt, deutsche Messtechnik an Bord, ein vollautomatisiertes Labor. Es musste ja vollautomatisch sein, weil ich dort alleine an Bord war und mich natürlich erstmal um mein Segelschiff kümmern muss. Und wir konnten über die 80 Tage dieser Reise hochpräzise Daten erfassen zur Salinität. Aber natürlich vor allem interessiert hat uns die Oberflächen, der CO2-Gehalt in den Ozeanen. Wir wissen alle, die Ozeane spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn nicht die zentrale Rolle im Klimawandel, für den Klimawandel. Sie dämpfen den Klimawandel ab und speichern ganz viel der Wärmeenergie, der Erderwärmung, aber auch des CO2s, was wir in der Industrie ausstoßen. Und daher sind diese Daten extrem wichtig. Und dort unten in den Südmeeren gibt es viel zu wenig solcher Daten. Und bei diesen harten Bedingungen hat diese Technologie wunderbar funktioniert und den größten oder aus meiner Sicht denkbar schwersten Härtetest bravourös überstanden. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für alle, die daran beteiligt waren und ein Glückwunsch an die Ingenieure und Wissenschaftler, die uns hier unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, das hat ganz eindrucksvoll gezeigt, was deutsche Meerestechnik leisten kann, auch unter den härtesten Bedingungen. Und ich freue mich auf die weiteren Projekte, die wir mit Boris Herrmann gemeinsam gestalten können und vielen innovativen Unternehmen aus der Meerestechnik. Jetzt kommen wir zum ersten Umfragetool und zu der Auswertung. Welchem Bereich gehören Sie an? Und da sehen wir, dass wir sowohl die Wirtschaft als auch die Wissenschaft hier sehr gut vertreten haben, aber auch andere Bereiche sind bei uns zugeschaltet, sodass ich mich im Nachgang sehr freue auf die Fragen, die hier raus sich ergeben. Ja, jetzt begrüße ich eben noch auf dem Podium Generale, jetzt bei uns ganz herzlich Frau Professor Antje Boetius.
Sie ist Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Ozean- und Meeresforschung und Polarforschung, aus Bremerhaven zugeschaltet. Und sie wird uns jetzt einen Einblick geben in die nachhaltige Nutzung der Meere aus Sicht der Wissenschaft. Frau Boetius, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. So, typischer Fehler, war noch still. Ich wollte Hallo an alle sagen und freue mich, dass wir weitersprechen können über die große Frage maritime Technologien. Was können Sie beitragen zum Schutz und nachhaltiger Nutzung der Meere? Im Hintergrund sehen Sie hier ein Bild von unserer alten Polarstern, nun schon 40 Jahre alt, aber damals innovativ gebaut, sodass wir gerade eben die größte Nordpol-Eisdrift-Expedition abschließen konnten, international viele, viele Forscherinnen und Forscher beherbergt haben mit der großen Frage, Nordpol, wie geht's dir? Und sehr, sehr viel wichtige Daten gewonnen haben über den Klimawandel und damit auch über unsere Zukunft. Die große Frage, um die es bei uns geht, ist eben, was machen wir eigentlich mit dem Ozean? Was leistet der Ozean heute schon von uns und wie wird er sich verändern durch unser Handeln? Das kleine Bild, was Sie hier rechts sehen, das müssen Sie gar nicht im Detail verstehen. Sie sehen in Gelb aber Striche, die zeigen, was messen wir, was da draußen los ist, zum Beispiel in Bezug auf Versauerung der Ozeane oder Erwärmung der Ozeane oder auch Veränderung des Meeresspiegels. Sie sehen rote und blaue Pfade in die Zukunft bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das ist genau das, worum es hier geht. Wir Menschen, wir können uns entscheiden für den Pfad, weiter so wie bisher, der uns in enorme Naturverluste treiben wird und auch unser Leben gefährdet, oder den blauen Pfad, wo wir sagen, uns reicht's, wir wollen eine andere Zukunft für uns, unsere Kinder und Enkelkinder, und wir wollen das zusammen. Auf dem ganzen Raumschiff Erde soll es den Menschen möglich sein, nachhaltig zu leben. Und dieser blaue Pfad ist der, den wir hier auch mit der maritimen Branche eben organisieren müssen. Nochmal kurz, was tut der Ozean für uns? Er nimmt jetzt schon 93% der Erderwärmung auf, 30% des emittierten CO2s. Und als ein möglicher wirtschaftlicher Faktor wird tatsächlich weltweit drüber nachgedacht, kann der Ozean noch mehr aufnehmen, als er ohnehin schon tut, unter Gefährdung der Korallenriffe. Er verliert Sauerstoff. Wir sorgen durch Landwirtschaft weiter dafür, dass er eutrophiert. Er verliert seinen natürlichen Schutz, weil wir Menschen zugreifen auf Mangroven, Korallenriffe, sie übernutzen oder sie eben durch die Erwärmung auch vertreiben. Und das alles wollen wir nicht mehr. Das haben wir ja hier gehört. Aber was können wir denn tun, wenn wir schon große Ziele haben? Wir haben die Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, wir haben eine Reihe von Unterzielen. Und hier muss ich als Wissenschaftlerin Ihnen noch mal mitgeben, die Ziele sind da, aber der Weg bleibt in großen Teilen unklar, der Weg für alle Menschen auf der Erde. Wie gelingt Wirtschaft unter diesen vielen Rahmenbedingungen der Nachhaltigkeitsentwicklungsziele, wenn doch Menschen heute Lösungen für Arbeitsplätze haben wollen? Das zusammen in den Blick zu nehmen, dafür braucht es die Zusammenarbeit, und hier ist die Forschung genauso an ihrer Seite, wie eben alle anderen auch darüber nachdenken müssen, was ist unser Beitrag für diesen Wandel. Wir sind nicht vorne dran, nicht mehr in Deutschland, das muss man leider auch sagen. Für unsere Meere und Küsten müssen wir noch viel mehr tun, was den Schutz angeht. Wir haben Ziele, die erreichen wollen, wir haben Messmethoden, wie wir die ganze Zeit überprüfen können, wo stehen wir eigentlich, was brauchen wir denn noch? Nochmal eins soll bitte an dieser Stelle klar sein. Die Meere, die ihr eigenes Ziel haben, Nachhaltigkeitsziel mit Leben unter Wasser, die stecken aber ja in allen anderen Zielen auch drin. In der Logistik, im Transport, im guten Leben, in Arbeitsplätzen, in Bildung, in allem stecken die Meere drin. Wir treffen uns schon mit den Hilfe der Vereinten Nationen im Global Compact Programm, um zusammen Wirtschaft und Wissenschaft an einem Tisch zu überlegen, was hält uns denn zurück, noch schneller voranzukommen? Was kann jede Branche, was kann jedes Unternehmen an den Tisch bringen? Und ich möchte Ihnen kurz hier vorstellen für den Bericht, der dieses Jahr rausgekommen ist, was sind eigentlich die 5 großen Punkte, die wir Kipppunkte nennen? Hier nicht Kipppunkt der Erde, darüber hören Sie mich meistens reden, sondern Kipppunkte, wo das unternehmerische Handeln zusammen uns wirklich nach vorne bringt. Sie sehen sie hier jetzt gleich nochmal auf Deutsch übersetzt. Upsala, jetzt bin ich eins zu schnell vorangegangen. Hier
Es gehört dazu, dass nachhaltige Wirtschaften, die nachhaltige Aquakultur, es gehört dazu, die Null-Emission, über die wir besonders viel diesmal gesprochen haben, das Nutzen von Wind-, Sonne-, Wellen- und Speichertechnologien. Dass wir die Ozeane nutzen, aber dennoch auch verstehen, dass die Ozeane jetzt schon sehr viel CO2 aufnehmen, dass wir Landschaften haben, die besonders viel CO2 in den Ozeanen aufnehmen und die geschützt werden müssen, gehört ebenso dazu wie die große Frage kritische Metalle für Zukunftstechnologien. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wir können in Deutschland noch mehr und wir müssen mehr. Wir müssen auch die Konflikte aushalten, die wir miteinander haben. Die multiple Nutzung von Windkraft, Fischerei, Naturschutz, Raum für die Seefahrt, das alles betrifft ja unsere Küsten. Wie handeln wir aus? Was wird priorisiert? Meeresmaterialien statt Kunststoffe, ein großes Innovationsthema. Und alle diese Themen gehören zu diesen 5 großen Kipppunkten, die wir uns vorgenommen haben. Ein kleines Bild von einer aktuellen Forschungsmission soll Ihnen noch mal zeigen, die Ministerin der Meere hat heute Morgen darüber gesprochen, die Forschung ist auch oft Vorreiter. In Deutschland werden wir gefragt, mit unseren Meerestechnologien, die die Forschung hat, hinzuschauen, wenn andere Länder die ersten Manganknollenkollektoren erproben. Es ist gerade geschehen, auch im deutschen Lizenzgebiet. Gerade jetzt verabschieden sich die Schiffe, die von der BGR gechartert wurden, um dieses Forschungsprojekt in unabhängiger Begleitung der Industrie zu machen. Und was sehen wir hier eigentlich? Sie sehen links eine Region mit Manganknollen, die wir gerne ernten wollen würden, wegen der vielen kritischen, wertvollen Metalle, die dort drin stecken. Sie sehen rechts den Test, der erstmals gelungen ist, auf der ganzen Welt einzigartig. Wenn man anfängt, Metalle zu ernten, die in einem schlammigen Untergrund sind, dann gibt es eine Wolke und die Wolke bedeckt dann die Umgebung und das verändert das Leben, so wie auch die Entnahme der Manganknollen das Leben verändert. Was wollen wir, was brauchen wir? Welche Art von Schutz und Nutzung müssen wir miteinander aushalten, müssen wir weltweit aushandeln? Da ist ein ganz großer Auftrag für die Forschung, für die Wirtschaft, für Regierung und uns alle Bürgerinnen und Bürger zusammen. Wir treffen uns an vielen Tischen, wir reden miteinander, wir sind keine Konfliktgegner, sondern wir müssen zusammen die Konflikte aushalten und das tun wir sehr, sehr oft international. Wir haben aber auch neue Plattformen in Deutschland. Ich möchte nur einmal kurz sagen, die Deutsche Allianz Meeresforschung, die von Bund und Ländern unterstützt wird, um viele Meeresakteure zusammenzubringen. Die trifft sich, sie ist ein Ansprechpartner für das Aushandeln von den großen Fragen der Zukunft und die Rolle, die die Forschung dabei hat, ebenso wie viele unserer Partner. Zuletzt noch einmal die Frage der Handlungsempfehlungen. Ich kann nur als eine Stimme von vielen für die Forschung sagen, eine nachhaltige Nutzung der Meere ist möglich, muss möglich sein. Wir haben keine Alternative mehr, denn niemand von uns will die Zerstörung der Meere, die ansonsten bevorsteht und auch nicht unseres Lebens an Landes. Aber was braucht es? Ökonomen sagen ganz klar und Governance-Forscher und Politikforscher und Soziologieforscher, das umweltfreundliche Handeln muss sich wirtschaftlich lohnen. Das ist eine Frage an die Politik. Wie wird das organisiert? Strategien wie Hightech, Nachhaltigkeit, Wasserstoffstrategie, Klimaschutzplan, die alle sind da, aber oft sind sie nicht genug miteinander vernetzt. Sie müssen einfach zugänglich sein und wir müssen die Barrieren der Überbürokratisierung, der Umsetzung, der Strategien, die wir schon lange haben, irgendwie niederreißen. Das ist eine Aufgabe für uns alle. Also jetzt in die Transformation auch investieren, die Erstinvestition treiben für die Infrastruktur, die lange halten soll, das können wir nicht einzelnen Akteuren alleine überlassen. Dafür braucht es eine Rahmenbedingung in Deutschland, in Europa und mit unseren internationalen Partnern, dass das überhaupt möglich wird. Und am Ende können wir uns alle sagen, was wir heute tun, das zahlt ein auf die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Und ich bin mir sicher, dass Sie, wie wir auch, wie alle Menschen genau das wollen. Das ist die Zukunft, die wir wollen. Es geht darum, sie jetzt zu organisieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Boetius, für diese Einblicke aus Sicht der Wissenschaft. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Präsenz zum Austausch. Grüße nach Bremerhaven, grüßen Sie die Kollegen und vielen lieben Dank für die Zuschaltung. Ja, jetzt kommen wir zu dem Aspekt der Wirtschaft und da hat uns Patrick Rosen, er ist Head of Global Market Prospect bei der Rosengruppe, uns einmal aus Sicht eines Newcomers im Bereich der Meerestechnik uns dargelegt, was die nachhaltige Nutzung der Meere auch für ihn bedeutet. Herr Rosen, Sie werden jetzt hinter dem Bildschirm sein, seien Sie willkommen und ich freue mich auf Ihre Präsentation. Herzlich willkommen.
Ich freue mich ganz besonders hier, sozusagen aus Sicht eines Newcomers in dem Bereich der Blue Economy, den Impulsvortrag für die Wirtschaft geben zu dürfen. Ich möchte Ihnen gerne aufzeigen, warum die Rosengruppe als international tätiges Familienunternehmen in den Bereich Blue Economy geht, wie wir das machen und welche Ziele und Herausforderungen damit für uns verbunden sind. Was treibt uns als Unternehmen an? Wir liefern Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Jeder Mensch hat das Bedürfnis und das Recht auf sauberes Trinkwasser, Nahrung, Energie und Wohlstand. Die große Frage ist nur, wie wir das auch bei einer stetig wachsenden Weltbevölkerung ermöglichen können. Die aktuelle Pandemie und der Klimawandel zeigen uns sehr deutlich, dass wir die natürlichen Ressourcen der Erde nachhaltig nutzen müssen. Und das schließt auch die nachhaltige Nutzung der Meere ein. Ohne die nachhaltige Nutzung der Meere müssen wir alle auf vieles verzichten. Ich möchte gerne den Zukunftsforscher Matthias Hawkes zitieren, bei dem ich den Begriff der blauen Ökologie zum ersten Mal gelesen habe. Eine blaue Ökologie ist eine Ökologie, die nicht auf Verzicht, Askese und Schuldargumente setzt, sondern Technologie, Natur und menschliche Bedürfnisse innovativ zu intelligenten Systemen verknüpft. Wir sind überzeugt, dass Technologie für das Erreichen von Nachhaltigkeit bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen eine entscheidende Rolle spielt. Dabei sind wir hier nicht nur altruistisch unterwegs. Wir wollen und müssen auch Geld verdienen. Wie machen wir das jetzt? Bei uns dreht sich alles um die Integrität und die Performance von kritischer Infrastruktur. Wenn wir in ein neues Geschäftsfeld gehen, sind für uns drei Faktoren dabei essentiell. Können wir mit Technologie einen Wettbewerbsvorteil erzielen? Geht es um Advanced Services, also einer starken Interaktion mit den Kunden, einer umfassenden Integration von Fähigkeiten und ganz wichtig, kreieren wir zusammen mit den Kunden eine Lösung? Und schließlich findet das Ganze in harscher Umgebung statt. Diese drei Faktoren stellen sicher, dass wir nicht allzu viele Wettbewerber haben. Und man sieht auch, wie gut die Blue Economy hier hineinpasst. Aber was genau macht die Rosengruppe jetzt? Die Rosengruppe will ein wichtiger Global Player im Bereich der Blue Economy werden. Die Chancen im Bereich der Blue Economy sind sehr vielfältig. Wir starten im Bereich der Offshore-Pipelines und Anlagen mit Inspektion, Wartung, Reparatur und Rückbau. Im Bereich der Windkraftanlagen sehen wir große Potenziale bei der Inspektion der Gründungsstrukturen sowie bei Inspektionen von Strom- und Telekommunikationsleitungen. Marine Aquakultur als am stärksten wachsende Lebensmittelindustrie, das Meer als Ort der Erholung, sowie die Reduzierung der Verschmutzung der Meere durch Müll- oder Munitionsaltlasten sind ebenfalls spannende Themen für uns. Welche Herausforderungen erleben wir als Newcomer im Bereich der Blue Economy? Wir sind es gewohnt, uns im freien internationalen Wettbewerb zu behaupten. Die Blue Economy ist aber dadurch gekennzeichnet, dass sie mehr oder weniger stark durch Länder subventioniert wird. Dies ist ein erheblicher Wettbewerbsnachteil für uns. Unsere Kunden benötigen typischerweise kurzfristig Lösungen. Hier gilt es deshalb seitens Bund und Länder, wirtschaftsnahe Prozesse, Förderungs- und Genehmigungsverfahren signifikant zu verschlanken. Viele Projekte erfordern vorab erhebliche Investitionen. Deshalb sind hier verlässliche und verbindliche Rahmenbedingungen notwendig, damit sich eine Situation wie bei der Nord Stream nicht wiederholt. Die Blue Economy braucht Fachexperten. Neben der maritimen Expertise sind sämtliche Kompetenzen entlang der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz erforderlich. Und das bringt mich auch schon zum letzten Punkt: ein maritimes digitales Ökosystem. Mit unseren Dienstleistungen erzeugen wir viele Informationen, benötigen aber auch Informationen. Hier sind niederschwellig zugängliche und langfristig operationelle Datenplattformen erforderlich, zum Beispiel im digitalen Ökosystem Gaia-X.
Und damit bin ich auch schon am Ende des Impulsvortrags angekommen. Vielen Dank, dass ich den Impulsvortrag der Wirtschaft geben durfte. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick geben konnte, warum die Blue Economy für die Rosengruppe so interessant ist. Nochmals vielen Dank. Ja, da hat uns Patrick Rosen einen Einblick nochmal aus Sicht der Wirtschaft gegeben. Vielen Dank, richte ich mich nochmal an ihn. Und wir haben viele Handlungsempfehlungen, die wir gleich diskutieren können. Aber vorher möchte ich Sie bitten, nochmal sich an der zweiten Umfrage zu beteiligen. Und zwar, wo sind aus Ihrer Sicht die größten Potenziale in der Meerestechnik für eine nachhaltige Nutzung? Und dieses Ergebnis werden wir jetzt gleich in ein paar Sekunden einspielen, um einfach zu sehen, was wir nachher vielleicht noch hier in der Diskussion aufgreifen oder ob wir schon viele Aspekte einfach uns schon dargelegt haben. Ja, wir sehen die Offshore-Technik, die Unterwassertechnik, Meeresenergien, also alles Themen, die wir hier heute auch adressieren wollen, als Themen, die wir hier behandeln werden. Ja, jetzt komme ich zum Expertengespräch. Und zwar geht es hier um die Sicherung der Technologieführerschaft durch geeignete Rahmenbedingungen. Und ich möchte jetzt zunächst kurz die Panelisten vorstellen. Ich begrüße hier links an meiner Seite Herrn Norbert Brackmann, Mitglied des Bundestages und seit April 2018 Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Herzlich willkommen, Herr Brackmann. Herzliches Willkommen Ihnen, Frau Mahnke. Dann haben wir Herrn Dr. Geronimo Czak. Er ist Leiter bei der Atlas Elektronik des Bereichs Technology, Innovation and Sustainability. Sehr schwerer Titel, aber mit Hauptsitz in Bremen. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich natürlich auch Vertreter des Gastgeberlandes, weil das passiert im Moment sehr viel in Mecklenburg-Vorpommern. Da begrüße ich Eva Tiede. Sie ist Expansionsmanagerin bei der Kraken Power GmbH. Hallo, herzlich willkommen. Und ich begrüße Professor Uwe Freiherr von Lukas. Er ist Standortleiter des Rostocker Instituts, teils des Fraunhofer Instituts für grafische Datenverarbeitung. Auch ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Zugeschaltet sind uns einmal aus Kiel. Das ist der Stefan Marx. Er ist Geschäftsführer des ansässigen Unternehmens Subsitech. Ein Willkommen. Und ich begrüße Herrn Dr. Ralf Staßmann. Er ist Geschäftsführer bei Schottel Hydro und kümmert sich dort um den Bereich Meeresenergien. Auch ein Willkommen an Sie. Billy Grüße. Ja, wir steigen jetzt mal in die Diskussion ein und ich fange mal mit Ihnen an, Herr Brackmann. Wenn man so Stellung der Bundesregierung oder auch Papiere liest, dann spielt die Meerestechnik immer eine sehr untergeordnete Rolle. Und wir haben jetzt ja die Studie, die ja das BMWI vergeben hat, und haben festgestellt danach, dass die Meerestechnik einen ganz erheblichen Anteil an der Wertschöpfung hat. 35 Milliarden Euro und 180.000 Beschäftigte. Da komme ich jetzt auf meine Frage, Herr Brackmann. Welchen Stellenwert misst die Politik der Meerestechnik bei und der volkswirtschaftlichen Bedeutung? Und was plant die Bundesregierung, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, damit wir auch das Marktpotenzial realisieren können in Zukunft? Bitte schön. Die Meerestechnik hat bei uns schon einen bedeutenden Stellenwert. Es geht ihr nur im Gesamtkonzern so wie der maritimen Wirtschaft insgesamt. Wir alle sind abhängig von den Transportwegen. Wenn wir zum Beispiel unsere Banane essen oder Ähnliches, haben wir uns daran gewöhnt, dass das jeden Tag funktioniert. Aber wir fragen nicht, wie konnte das passieren? Und genauso ist es mit der Meerestechnik. Die schafft die Grundlage für ganz, ganz vieles, was wir in der maritimen Wirtschaft machen. Und schafft auch die Grundlage für ganz unterschiedliche Bereiche, auch in der maritimen Wirtschaft. Und deswegen ist sie sozusagen die Grundlage für vieles andere, was darauf ausbaut. Und alles, was mit Robotik zu tun hat, was mit Automatisation zu tun hat, da spielt Meerestechnik eine zunehmende Rolle. Und wir werden eine noch bedeutende Rolle bekommen, wenn wir sehen, wie wir die Offshore-Anlagen warten müssen, wie wir sehen, wie wir die Kabel, die Pipelines, wie wir die kontrollieren können, wie wir sehen können, wie wir viele Unterwasserarbeiten bewerkstelligen können, wie wir, und da hat ja auch der Deutsche Bundestag die Woche gerade gesprochen, bei der Munitionsräumung, Altmunition tätig werden müssen. Überall sind wir abhängig von Meerestechnik und deswegen hat die für uns eine ganz grundlegende Bedeutung.
Und welche, wenn ich noch nachfragen kann, welche speziellen Programme planen Sie zu verstetigen? Also ich sage jetzt mal den nationalen Masterplan und da wird auf jeden Fall das fortgeführt. Genau, wir haben eine Strategie auch für den Bereich, das ist der nationale Masterplan. Wir haben jetzt im Konjunkturpaket noch einmal 77 Millionen Mittel dafür in die Hand genommen, um den Bereich zu stärken. Wir haben auch hier auf der Maritimen Konferenz, um Meerestechnik sichtbar zu machen, zum Beispiel gestern MUM präsentiert und andere Projekte. Da wollen wir jetzt bei MUM auch in ein Folgeprojekt starten. Herr Rosen hat hier vorhin gesprochen, da durfte ich einen Förderbescheid überreichen für Unterwassersysteme, die vollautomatisch eben Pipelines, Elektrokabel überprüfen. Das heißt, wir sind da am Ball und wir wollen das eben auch sichtbar machen und deswegen auch hier die Präsentation auf der Nationalen Maritimen Konferenz. Ja, vielen Dank. Dann komme ich zu Herrn Dr. Czak. Also wir lesen ja im Moment viel. Innovation, Aufbruch, New Business, Start-ups, Gründung. Es passiert viel im Bereich der maritimen Technologien. Wie erleben Sie diese Vielfalt an Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft? Und wie können Sie sich trotz dieser Bandbreite, die es ja gibt, am Markt behaupten als Atlas Elektronik? Ja, vielen Dank. Ja, wir als Unternehmen sind auf unsere technologische Souveränität angewiesen. Das heißt, wir müssen kontinuierlich neue Technologien und auch Innovationen in unsere Systeme integrieren. Das können wir aber nicht alleine. Das heißt, wir müssen alle möglichen Kompetenzen aufrechterhalten und müssen überlegen, wie können wir die Technologien abdecken. Darunter fallen Aspekte wie die Künstliche Intelligenz, die Quantencomputer oder auch die Cyber Security. Diese angesprochene Vielfalt und Vielzahl hilft uns da enorm, genau diese Lücken oder diese Kompetenzen, die wir eben selbst im Haus nicht haben, anderswo an uns heranzubinden und unsere Potenziale zu erweitern und uns praktisch Kompetenzen in unsere Systeme hineinzuholen. Wir sind ein Systemintegrator und wir bestellen Systeme her, die für einzelne maritime Szenarien genutzt werden können. In diesem Selbstverständnis als Systemintegrator und als Teil eines Großunternehmens merken wir aber auch, dass in der aktuellen Diskussion zur Förderung von Innovation und maritimen Technologien ein gewisser Fokus auf KMUs, Startups und auf die Wissenschaft gelegt wird und dass diese Diskussion zumeist zivil geführt wird. Als großes Unternehmen oder als Teil eines großen Unternehmens sehen wir aber auch da eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, wir integrieren verschiedenste Systeme zusammen und leisten damit sehr wichtigen Beitrag für die maritime Wirtschaft. Das heißt, dieser Mut und auch die Kraft und auch die Ressource, die diese großen Unternehmen haben, um Technologien in den Markt zu bringen, ist ein sehr wichtiger Schritt, um Technologien und Innovationen in der maritimen Branche zu verankern. Vergessen wir das, verpassen wir Chancen und das eben nicht nur national, sondern auch international. Wir gehen davon aus, dass wir einen ganzheitlichen Blick brauchen. Das heißt, wir müssen sämtliche Systeme miteinander verbinden. Das ist eine Voraussetzung für den nationalen Vorsprung und auch für die internationale und auch den nationalen Wettbewerb. Ein sehr gutes Beispiel haben wir gestern gesehen. Das war die Präsentation des BMWi-geförderten Projektes MUM. Und dort haben wir mit verschiedenen Partnern aus Wissenschaft, aus der Wirtschaft ein System entwickelt, das halt als sehr großes Unterwasserfahrzeug wissenschaftliche wie industrielle Anwendungen ermöglicht und wo wir neue Technologien und ein neues Produkt in einen ganz neuen Markt bringen wollen. Und das hoffentlich dann 2025. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt wende ich mich mal Kiel zu. Herr Marx, Sie haben ein Unternehmen, was seit 12 Jahren Inhaber geführt, im internationalen Markt tätig ist. Jetzt die Frage an Sie, stetig wachsende Mitarbeiterzahlen. Was muss eigentlich aus Ihrer Sicht getan werden, damit Sie weiterhin Inhaber geführt am internationalen Markt erfolgreich sein können? Ja, vielen Dank, Frau Manke. Wir haben in dem tollen Video eben gesehen mit Boris Herrmann, was wir machen können. Wir haben das Boot ausgerüstet, wir haben Volvo Ocean Race ausgerüstet. Wir sind seit vielen Jahren sehr aktiv und ich möchte jetzt gerne auch Hinweise geben, wie haben wir das geschafft und wie können wir da noch besser werden. Denn wir müssen bedenken, Deutschland ist im internationalen Vergleich ein relativ kleines Land im Bereich der maritimen Technologien. Das heißt, Deutschland muss Technologieführer werden. Wir haben das gerade schon eigentlich von meinen Vorrednern alles gehört, was gemacht werden muss. Ich kann jetzt aus Sicht eines KMUs nur noch ergänzen, wir brauchen für Innovation Förderungen. Diese Förderungen stellen zurzeit eine erhebliche Hürde dar im Bereich der Antragstellung, aber auch im Bereich der Berichtsführung. Und es wäre sehr ratsam, diese Hürden, die wir dort haben, ein wenig runterzuschrauben. Dann wären die Hürden auch für viele kleine, für Mittelständler, KMUs, aber auch für größere viel einfacher, weil wir zu viel Ressourcen da einfach verbrauchen. Und wie gesagt, diese Förderungen, gerade für KMUs, auch wenn die ein bisschen höher ausfallen,
sind wesentlich. Dann kam KMUs aus dem Cashflow einfach diese Innovation, diese Technologien nicht bezahlen. Und eine andere Geschichte, die mir sofort einfällt aus dem täglichen Leben. Wir haben sehr viele Studenten mit Schülern zu tun. Und wir stellen natürlich fest, dass eine Abwanderung zum Gymnasium stattfindet. Immer mehr machen Abitur und dann zur Uni. Und was uns fehlt, ist eigentlich, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung, eine Stärkung der Ausbildung der Schulen, auch Richtung Haupt- und Realschule. Ich sage jetzt ganz bewusst mal diese alten Namen, dass wir einfach Facharbeiter-Experten besser ausbilden können. Danke. Wir kommen ja nachher noch mal ein bisschen mehr zur Technologieentwicklung. Jetzt wende ich mich mal an Frau Tiede. Frau Tiede, Ihr Unternehmen war inhabergeführt und hat sich dann in den Mutterkonzern Kraken eingegliedert. Da würde ich gern von Ihnen mal wissen, welche Vorteile haben sich da für Sie ergeben? Und was hätten Sie sich eigentlich von Seiten der Politik, Land oder Bund eigentlich mehr an Unterstützung gewünscht im Vorwege? Ich stand vor etwa so circa 3 Jahren mit einer neuen Technologie da, mit eingearbeiteten Mitarbeitern. Und es ging jetzt darum, diese Technologie an den Weltmarkt zu bringen. Wir stellen bei Kraken Power Batterien und Antriebe für die Tiefsee her. Ich spreche so von Tauchtiefen 6000 Meter. Das heißt, ich rede jetzt nicht mehr über die Ostsee. Das heißt, für uns sind die Kunden auf dem normalen Weltmarkt. Es musste jetzt in irgendeiner Weise ein Investor her. Wir haben gute Erfahrungen. Wir haben verhandelt mit der MBMV, die dann auch bei uns mit einer stillen Beteiligung eingestiegen ist. Aber das muss ich dazu sagen, eigentlich nur, weil wir auch das kanadische Unternehmen im Hintergrund hatten. Letztlich und endlich pitchen sie vor einer Runde Banker, die eigentlich das, was sie tun, nicht wirklich verstehen, die auch den Markt nicht verstehen. Und wenn dann nicht jemand da ist, der sagt, die schaffen das und wir machen das zusammen, dann haben sie einfach mal schlechte Karten. Wo wir Unterstützung von Seiten der Politik brauchten, wäre, wenn die Technologie da ist, das auf den Weltmarkt zu bringen und ein weltmarktfähiges Produkt zu haben, dafür fehlt jede Förderung. Für uns war das eine gute Entscheidung. Wir sind seit einem Jahr 100-prozentige Tochter von Kraken Robotic Systems. Wir haben uns 2 Jahre aneinander gewöhnen können mit auch wackeligen Sachen, aber es ist nach wie vor für uns eine sehr gute Entscheidung gewesen. Vielen Dank, Frau Tiede. Jetzt wende ich mich dem zweiten Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern zu, Herr Professor von Lukas. Gestern schon in den Einspielern sehr präsent, Ocean Technology Campus in Rostock. Es entsteht am Standort Rostock ein wirklich innovatives Zentrum zum Testen von Meerestechnologie. Sie haben dann auch noch den Spitzenclusterwettbewerb gewonnen mit 15 Millionen Euro. Aber was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, damit es auch wirklich langfristig zum Erfolg wird, so ein Testzentrum hier zu etablieren? Ja, an der Stelle bedanke ich mich erstmal für die Unterstützung, die wir sowohl hier vom Land Mecklenburg-Vorpommern, aber auch vom Bund bekommen haben, um jetzt einen größeren Schritt zu machen und dort dann, ich glaube, einen wichtigen Nukleus zu setzen für Forschung und Entwicklung und Innovation, damit die Dinge auch am Markt ankommen. Und das sind Dinge, die natürlich auch von Rahmenbedingungen abhängen. Und ich will es mal am Beispiel machen der Automobilindustrie. Wenn man da sich eine Teststrecke vorstellt, wo man Slalom fährt, Aquaplaning, Steigung, alles Mögliche ausprobiert, dort gilt auch nicht die Straßenverkehrsordnung. Das heißt also, wir brauchen auch Testfelder, wo wir die Möglichkeit haben, auch ein Stück weit jenseits der sonst gängigen Regularien, die natürlich wichtig sind, gerade um auch ökologische Aspekte abzusichern. Aber da brauchen wir Freiheiten, um dort Dinge auch auszuprobieren und gerne auch in Kooperation mit den Behörden, die, glaube ich, auch einiges noch zu lernen haben in Richtung Digitalisierung, Flexibilisierung. Da haben wir viele Möglichkeiten, Dinge anders zu gestalten als bisher. Und da wollen wir gerne auch dieses Testfeld
in der Ostsee nutzen und das Netzwerk, was wir hier aufbauen, um dort auch Unterstützung zu geben. Das Zweite ist, dass wir auch gucken müssen, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur haben bei den Technologien, sondern auch bei den Finanzierungsinstrumenten, dass wir da auch Planungssicherheit haben, dass die Investitionen, die wir jetzt tätigen, auch gesichert werden. Und das Dritte, was mir noch wichtig ist, dass wir dort auch eine stärkere Kopplung zwischen den verschiedenen Ressorts haben. Wir haben es im Vortrag von Frau Boetius gehört, wir haben ein tolles neues Konstrukt, Deutsche Allianz Meeresforschung. Wir haben dort sehr viel Know-how, gerade wenn es darum geht, jetzt Nachhaltigkeit wirklich in Produkte umzusetzen. Dann haben wir dort die geballte Kompetenz der Meeresforschungseinrichtung. Wir als Fraunhofer werden hoffentlich jetzt nächste Woche Mitglied, um dort auch eine Brücke zu bauen in den Transfer, in die Wirtschaft. Und dort ist es, glaube ich, auch spannend, wenn wir die Möglichkeit haben, auch ein bisschen konsequenter, strategischer auch Initiativen, auch Förderinitiativen von den verschiedenen Bundesressorts zu koppeln. Dass wir also im BMBF bei der Meeresforschung anfangen und dann auch Brücken bauen in Richtung Förderung durch das BMWI. Das sind, glaube ich, spannende Möglichkeiten, die wir da haben, um noch mehr in dem Bereich aus den Ideen zu machen. Vielen Dank. Jetzt wende ich mich an Herrn Dr. Staßmann. Herr Staßmann, Nachhaltigkeitsziele und Energiewende sind viele Diskussionen, führen wir gerade aktuell. Sie beschäftigen sich mit dem Thema Meeresenergien. Welche Rahmenbedingungen sind in Deutschland erforderlich, um solche Technologien zu entwickeln? Wir reden ja von einem Exportmarkt und nicht von einem Heimatmarkt. Und da würden wir gerne mal Ihre Expertise hier einbeziehen. Herr Staßmann, bitte. Vielen Dank, Frau Manke. Ja, zunächst mal ist es in der Tat so, im Bereich der Meeresenergien haben wir keinen Heimatmarkt sozusagen. Also unsere Nord- und Ostsee hat im Bereich der Wellenenergie und auch der Gezeitenenergie keine Ressourcen. Es sind aber sehr neue und innovative Technologien, auch noch in einem frühen Stadium im Vergleich zu Wind- und Solarkraft zum Beispiel, also die eher gesetzteren Erneuerbaren. Und von daher ist für uns die Frage, wie wir die Prototypen, die sozusagen jetzt auch von deutschen Firmen entwickelt wurden, weiterentwickeln, auch in Richtung von ersten Demonstrationsprojekten. Da gab es hier in Deutschland natürlich auch Förderungen für die ersten Technologieentwicklungen, für die kleinen TRL-Levels sozusagen. Es ist ein sehr kapitalintensives Thema, solche Demonstrationsprojekte ins Wasser zu bringen und ins Meer zu bringen. Der Schritt ist jetzt sozusagen in erste kleinere Pilotanlagen. Also da sprechen wir im Bereich von, ich sag mal, 5 bis 10 Megawatt, wie wir das schaffen. Und da stehen wir ja vor dem Challenge, dass es im Prinzip natürlich nur sehr, sehr beschränkte Fördermittel aus Deutschland gibt. Es ist eine Frage sozusagen, wie Projektfinanzierungen innovativ gemacht werden können, wie wir auch auf Exportkreditversicherung zugreifen können, um eben solche ersten Projekte auch mit durchführen zu können. Für viele Unternehmen, die in dem Bereich aus Deutschland tätig sind, sind auch Betriebsmittelkredite ein Thema. Also wie kann man den Cashflow sozusagen managen? Das sind, ja, gibt einige Themen, die uns da auf dem Herzen liegen. Ja, vielen Dank. Wir kommen ja gleich noch mal ein bisschen tiefer, steigen wir in die Technologieentwicklung ein. Jetzt, meine Damen und Herren, werden Sie viele bekannte Gesichter sehen. Wir werden jetzt gleich einen Videoeinspieler Ihnen präsentieren. Man hätte viele in den Kaffeepausen getroffen, wenn man präsent hier vor Ort sein könnte. Diese Leute haben wir uns geholt und haben uns gebeten, dass Sie uns mal erklären, was für Sie eigentlich die nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet. Viel Spaß! Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für mich zunächst einmal, Verantwortung zu übernehmen und einen ressourcenschonenden und hohen Sicherheitsstandards und Umweltstandards verpflichteten Umgang mit den Meeren zu praktizieren. Im Sinne und Interesse von uns allen und künftiger Generationen. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für uns bei Bosch Exot, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen zu ermöglichen, indem wir innovativ Technik entwickeln.
Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für Brise Research Forschung auf höchstem Niveau mit größter Zurückhaltung zum Schutze der Natur, den Fokus nie aus den Augen verlierend. Die nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für unser Unternehmen, mit Begeisterung und Leidenschaft unsere Unterwassersteckverbinder kontinuierlich weiterzuentwickeln. Von der Natur lernen, das Beste aus Biologie und Hightech verschmelzen und mit intelligenten Sensornetzwerken und bionischen Roboterschwärmen die Meere tiefer erforschen, um sie dann auch schonender nutzen und gesund bewahren zu können. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für uns, Methoden und Technologien für eine sichere Nutzung der Meere zu entwickeln und zu testen. Ja, meine Damen und Herren, da haben Sie jetzt die ersten Einblicke bekommen. Wir haben noch einen zweiten Videoeinspieler, den wir Ihnen am Ende des Expertengespräches noch präsentieren werden. Jetzt kommen wir noch mal die Technologieführerschaft sichern. Aber jetzt gucken wir uns noch mal an, was sind eigentlich die Voraussetzungen für eine nachhaltige Nutzung der Meere? Und da fange ich jetzt mal mit Herrn Tschak noch mal an. Und Herr Brackmann, Sie kommen gleich dazu. Viele Anwendungsbereiche in der maritimen Technik sind ja innovationsgetrieben und man braucht Forschung und Entwicklung, um immer einen Schritt voranzugehen, auch auf dem Weltmarkt. Welche Rolle spielen für Atlas Elektronik Innovation, Forschung und Entwicklung im täglichen Geschäft, um auch wirklich am Weltmarkt die Position zu behaupten? Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, wir als Atlas Elektronik müssen und wollen durch Innovation wachsen. Das heißt, wir haben eine Art Zwang zur Innovation. Wir zielen dabei auf neue Märkte und auch auf neue Produkte und investieren dazu für ungefähr 5% unseres jährlichen Umsatzes in Forschung, Entwicklung und Innovation. Zusammen mit der Industrie- und Wirtschaftspolitik und mit vielen anderen Partnern fokussieren wir daher auf die Wettbewerbsfähigkeit und auf die Resilienz der deutschen maritimen Wirtschaft. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Unser gemeinsames Ziel ist daher, die stärkende Innovationskraft und das Erhöhen des Fußabdrucks im technologischen Bereich der maritimen deutschen Branche. Dafür benötigen wir allerdings als Industrie bedarfsgerechte Innovationsförderung. Das haben wir vorhin auch schon mal gehört in zwei meiner Kollegen, bei Frau Thiele. Und ich glaube, da haben wir noch Bedarf, uns zu entwickeln. Daher schlagen wir Folgendes vor. Erstens, erhöhen der Innovationsgeschwindigkeit. Wir müssen schneller in den Markt, um den Wettbewerb begegnen zu können. Dazu müssen wir die Bürokratie und die Hürden abbauen. Das haben wir vorhin von der Videoeinspielung mitgekriegt. Und wir müssen natürlich die Förderung von der Innovation bis zum Markt hin, also bis zum Markteintritt fördern. Wir können nicht vorher aufhören. Und das hat Frau Thiele vorhin auch kurz angedeutet. Zweitens sehen wir es sehr wichtig, dass der Markt und die Wettbewerbsfähigkeit fokussiert werden. Wir erleben momentan einen Fokus auf die wissenschaftlich getriebene Förderung von neuen Technologien und Innovationen und wünschen uns stattdessen eine Ausrichtung auf nationale Schlüsseltechnologien und auf realistische Absatzmärkte. Das heißt, wo ist wirklich der Markt, was ist der Kunde? Und daraus abgeleitet wären eventuell Pilotprojekte mit maritimen Gesamtheitssystemen notwendig und die gezielte Förderung von Unternehmen und nationalen Champions. Und als dritten Punkt, gerade für die Verteidigungsindustrie ganz interessant, gehen wir davon aus, dass es sehr sinnvoll ist, auch die künstliche Trennung zwischen militärisch und ziviler Nutzung von Technologien abzubauen. Technologie ist per se erstmal neutral und wir sehen ein großes Potenzial darin, unsere militärischen Anwendungen in den zivilen Bereich zu transferieren. Und das Ganze kann dann für uns und für unsere Partner ein großer und wichtiger Beitrag sein, um die maritimen Innovationen gerade im Nationalen, aber auch im Internationalen zu fördern. Vielen Dank, Herr Tschak. Jetzt wende ich mich nochmal an Herrn Staßmann. Nochmal mit Blick auf den internationalen Markt. Wie erleben Sie eigentlich die, wie machen andere Länder das, Meeresenergieprojekte voranzubringen? Ist es da Forschung, Entwicklung, Innovation, die unterstützt werden? Könnten Sie da uns mal einen Einblick geben? Ja, es gibt in anderen Ländern, also vor allem in der EU, aber auch in Kanada, in Südkorea, in Japan, aber auch in Südostasien werden im Moment politische Rahmenbedingungen geschaffen, um solche Meeresenergieprojekte durchzuführen und auf den Weg zu bringen. Das geht von Einspeisevergütung, ganz klassisch, sage ich mal, auch über F&E und Innovationsförderung.
bis hin zu Themen im Bereich der Entwicklungsförderung, wo es zum Beispiel auch durch die NAMA-Fazilität jetzt ein erstes Projekt gibt auf den Philippinen, um da die Dekarbonisierung von den Inseln voranzutreiben und mit Meeresenergien Dieselgeneratoren zu ersetzen. Also es gibt da eine ganze Bandbreite. Ein wichtiges Thema ist aber auch die Planungssicherheit durch Genehmigungsbehörden. Und da gibt es schon noch die eine oder anderen Themen, die da eben da sind. Also wie interagieren zum Beispiel diese Anlagen mit Meeressäugern oder mit Fischen? Das stellt dann auch uns an der einen oder anderen Stelle vor Herausforderungen, wenn es dann um Planungssicherheit geht, auch wenn es sozusagen um große Investitionen geht. Wie kann man eine Planungssicherheit da eben dann auch gewährleisten, wenn erste solche Anlagen finanziert werden müssen und dann also in der Umsetzung sozusagen ausgestaltet werden müssen? Kurze Nachfrage, denn engagieren Sie sich im internationalen Markt dann auch in Gemeinschaftsprojekten, um eben die Technologie dann auch international weiterzuentwickeln? Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also der internationale Markt im Bereich der Meeresenergien, da arbeiten wir auch übergreifend zusammen. Erstmal nicht als Wettbewerber, sondern eher als Marktbegleiter, um sozusagen gemeinschaftlich unsere Technologien zu einer Marktreife zu bekommen und eben auch zu demonstrieren und damit dann auch das Risiko für Investitionen sozusagen runterzubringen. Ja, vielen Dank. Herr Brackmann, wir haben jetzt gehört, Meerestechnik lebt von Innovation, kommt an die Grenzen oftmals in der Förderstruktur. Zum einen ist die Frage, ist mit einer Stärkung oder Verstetigung der maritimen Förderprogramme zu rechnen? Und da arbeiten wir immer sehr eng zusammen. Und kann man eigentlich irgendwie auch daran arbeiten, dass man eine ressortübergreifende Förderung besser hinkriegt, um eben auch mal Entwicklungsschritte bis zur Marktreife durchzuführen? Gut, zu dem ersten Punkt. Gute Zusammenarbeit kann ich bestätigen, Frau Mahnke. Nein, aber zweiter Punkt ist, welche Vorsorge treffen wir für eine vernünftige Innovation bei uns? Und wir haben ja vorhin schon mehrfach über das OTC gesprochen und damit im Zusammenhang aber eben auch das einzige Unterwassertestfeld, was wir hier in Rostock ja gerade installieren müssen, was ein riesen Planungsaufwand ist, unterschiedlicher Häuser, NGOs und wer da alles beteiligt ist. Wir haben im Übrigen ein solches Testfeld gerade zwischen den unterschiedlichen Ressorts geeint, auch für die Offshore-Technik ebenfalls hier vor Rostock. Das heißt, wir müssen auch staatliche Planung so machen, dass Innovation und Forschung praktisch auch unterstützt wird. Die finanzielle Unterstützung ist ja von Herrn Professor Lukas angesprochen worden, das gilt auch für viele andere. Der dritte Punkt ist eine Verstetigung der Mittel. Im Moment können wir ja, und wir stehen ja vor wichtigen Entscheidungen hier im Herbst, natürlich nicht sagen, wie es künftig aussieht. Aber wir haben in dem Konjunkturpaket nochmal 77 Millionen in die Hand genommen, die eine Verstetigung zumindest oder einen Aufwuchs sogar für die nächsten Jahre bei den Forschungsmitteln ermöglicht. Und das ist, glaube ich, schon mal ein deutliches Signal, denn wir brauchen auch gegenseitige Verlässlichkeit. Der vierte Punkt ist die Frage, und da muss man in der Tat über die Ressorts hinweggehen, wie gehen wir um mit Start-ups, damit nicht genau das passiert, was vorhin gesagt wurde. Wir haben in der Vergangenheit immer Start-ups gefördert, bis sie dann irgendwann eine Marktreife hatten. Und dann haben wir irgendwann einmal gelernt, dass das noch nicht alles ist. Die werden dann oft mit ihren tollen Ideen von wem auch immer aufgekauft und sind dann weg und stehen uns hier nicht mehr zur Verfügung. Deswegen ist vor einigen Jahren bei der KfW ein Programm aufgelegt worden, wo erstmalig auch dieser nächste Schritt, und das war was völlig Neues, dass man Marketing auch mit fördern kann, damit auch für solche Start-ups es leichter wird, hinterher Geschäfte zu generieren. Ob das schon ausreichend ist, müssen wir miteinander diskutieren. Das kann sein, dass das noch nicht ausreichend ist. Aber wir sind ja nie
zufrieden und fertig. Denn Stillstand, sage ich immer, ist Rückschritt, weil die anderen auch weiterarbeiten. Deswegen ist das ein ständiger Verbesserungsprozess, den wir gemeinsam miteinander machen müssen. Aber wir sehen nicht, haben nicht nur den Willen, sondern wir sehen auch die Notwendigkeit dazu. Und deswegen bin ich da ganz guter Dinge. Vielen Dank. Herr Professor von Lukas, jetzt haben wir das OTC, um meerestechnische Systeme zur Marktreife zu entwickeln. Welche Rolle spielen diese Testinfrastrukturen eigentlich wirklich für die Wirtschaft aus Ihrer Sicht? Welche Vorteile ergeben sich daraus? In unserem Testfeld geht es ja darum, dass wir praxisnahe Gärten, nennen wir das, für Szenarien nachbilden, die dann auch von der Wirtschaft nachgefragt werden. Vielleicht dazu zwei Beispiele. Das eine, was ja auch schon von Herrn Rosen genannt wurde, Offshore-Windenergie ist ja ein ganz wichtiges Thema auch für uns hier vor Ort. Und da geht es halt nicht nur darum, jetzt auch wirklich Inspektion zu machen und Unterwasserschäden festzustellen, sondern wir wollen dann auch den nächsten Weg gehen und sagen, wie können wir das Ganze denn auch automatisiert durch Unterwasserroboter dann auch beheben, was wir da an Schäden haben. Und das ist eine Kooperation, wo wir also mit lokalen und auch überregionalen Partnern zusammenarbeiten wollen, um dort dann auch auszuprobieren, gerne in dieser Kopplung auch mit dem nationalen Testfeld Offshore Wind, was kann man da auch in Zukunft dann machen, Aktorik mit einbringen, das sind, glaube ich, ganz wichtige Themen. Und ein zweites Thema, was zwar kein lokaler Markt ist, weil wir da auch sehr hohe Hürden wieder haben für die Zulassung, ist das Thema Marikultur, wo wir die Möglichkeit sehen, dass wir durchaus mit Technologie aus Deutschland da auch wertvolle Beiträge leisten können. Wir haben da interessante Ansätze auch im Bereich der Genomik, dass wir also so eine Art Fingerabdruck nehmen können im Umfeld und darüber die Möglichkeit haben, den Zustand, es geht ja um nachhaltige Nutzungsformen und da so eine Art Frühwarnsystem zu etablieren. Das sind, glaube ich, Dinge, wenn wir da was haben, was praktikabel ist, dann kann ich mir vorstellen, dass wir auch wieder die sehr hohen Zulassungshürden ein Stück aufweichen können, wenn wir durch ein lückenloses Monitoring sicherstellen können, dass also keine Gefahr einer solchen Marikulturanlage für den Boden, für die Ostsee entsteht. Das sind also, glaube ich, wichtige Dinge, wo wir über die Forschung dann auch einen Beitrag leisten können, stärkere Nutzungen der Meere, verträgliche Nutzung der Meere dann auch anzuschieben. Vielen Dank. Jetzt wende ich mich nochmal Frau Tiede zu. Sie haben sich ja von Anfang an ganz stark für den Ocean Technology Campus eingesetzt und von Beginn an auch den Nutzen gesehen. Jetzt die Frage, was waren die Beweggründe von Ihrem Unternehmen, sich dort zu platzieren und was sehen Sie als wichtige Rahmenbedingungen von einem OTC aus Unternehmersicht? Ja, also die Idee des OTC kenne ich, seitdem ich in die meerestechnische Branche eingestiegen bin. Wir sind jetzt, also wir sehen jetzt, dass wir einen Beginn haben. Leider bin ich immer viel zu ungeduldig. Das bringt mir dann auch mal eine wohlgemeinte Kopfnuss ein. Wir sitzen im Moment im Fischereihafen mit Fraunhofer zusammen und noch anderen in einem Gebäude. Was wir schon erreicht haben, ist, dass das OTC Zukunftscluster da ist, was auch eine weitere Zusammenarbeit und eine enge Zusammenarbeit, die in dem Cluster sein muss und wir das auch örtlich leben können. Aber wenn ich aus dem Bürofenster gucke, sehe ich immer diese gerade gemähte Wiese, wo dann mal das OTC eigentlich entstehen soll. Und von daher würde ich sagen, nochmal an Sie, Herr Brackmann, und auch an unseren Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen, es darf jetzt nicht nur nochmal 5 Jahre dauern. Dann sind wir irgendwo auch abgehängt. Wir haben eine einmalige Chance. Wir verstehen uns sehr gut mit den wissenschaftlichen Instituten und Universitäten in Rostock. Wir sind gewohnt, zusammenzuarbeiten. Wir sollten diese einmalige Chance wirklich nutzen. Und wir sollten sie schnell nutzen. Das wäre jetzt mein Wunsch. Okay, Herr Brackmann, mögen Sie darauf antworten? Das geht ja so ein bisschen Bürokratieabbau und wie kann das schneller werden?
Also, um mal aus der maritimen Welt wegzugehen. Die Pandemie, die hat uns gezeigt, dass wir in Deutschland überreguliert ist und vieles, was wir an Regulationen haben, sogar schädlich ist für die Erreichung des Zieles, das wir eigentlich vorhaben. Also da wird mit Sicherheit die nächste Regierung noch mal ganz grundsätzlich drüber nicht nur nachdenken müssen, sondern einiges an Bürokratie einreißen müssen. Das ist, glaube ich, eine der Antworten, die man schon ganz allgemein heute geben kann. Das Zweite ist, immer wenn ich hier in Rostock unterwegs bin, begeistert mich die Clusterbildung. Also nicht nur, wie sie hier jetzt angesprochen ist, das gilt auch für die Motorentechnik, das gilt auch für die Aus- und Fortbildung hier in Rostock, es gilt für die ganze Uni und wenn ich bei der IHK dabei ist, dann hängt die ganze Wirtschaft zusammen. Und hier kann man, glaube ich, sehen, wenn man Forschung, wenn man Wissenschaft zusammenführt und alles in einem Netzwerk gemeinsam nach vorne trägt, dann hat das auch Strahlkraft. Und dass Rostock in mehreren Gebieten, ich habe das vorhin gesagt, zum Teil ja auch als einziges in Deutschland, was die Testfelder angeht, solche Schritte macht, so innovativ macht, das ist nicht alleine vom Himmel gefallen, sondern das ist genau dieses Networking, diese Kooperation. Und das kann man nur unterstützen und das wird auch eine der Aufgaben der nächsten Regierung sicherlich sein, aber da kommen wir am Ende nochmal zurück, zu sehen, was kann man daraus lernen, was kann man hier noch begünstigen, damit es schneller geht, aber vor anderen auch übertragen auf andere Gebiete, die wir auch haben, wo wir auch was machen müssen, denn Sie haben es gesagt, Frau Thiele, wir sind im weltweiten Wettbewerb. Und genau darauf kommt es an und da müssen wir alle unsere Chancen, die wir haben, das gilt auch für alle, die hier heute stehen, wissen ja auch, was wir mit den europäischen Vergabevorschriften und so am Hals haben. Also wir sind da schon ein paar Dschungelkämpfer im Paragraphendschungel, aber da müssen wir halt durch. Vielen Dank. Jetzt wende ich mich nochmal nach Kiel an Herrn Marx. Herr Marx, Sie hatten noch vorhin erwähnt ja die Rennjacht von Boris Herrmann. Wir hatten ja auch den Einspieler gesehen. Und da haben Sie ja die Messgeräte an Bord, die hochinnovativen, robusten Messgeräte. Und die Rennjacht ist ja sozusagen ein Ship of Opportunity, dass wir Schiffe nutzen, die eigentlich schon immer unterwegs sind, um die Datenbasis zu verbessern, was ja mein Anliegen auch der Wissenschaft ist. Welche Unterstützung würde es eigentlich benötigen, um so einen Ansatz auch ein bisschen größer zu etablieren? Das ist jetzt eine richtig spannende Geschichte, weil bis jetzt haben wir nur von Innovationen gesprochen und jetzt reden wir aber von operationellen Systemen. Denn Deutschland ist ja nicht nur Innovation, sondern wir haben ja Technologie. Wir haben ja vorhin in dem Video die Polarstern gesehen, die in dem Mosaik, in der Mosaik-Expedition anderthalb Jahre unterwegs war. Die haben wir ausgerüstet. Wir haben die modernen Eisbrecher, Australien, China, die meisten Forschungsschiffe dieser Welt inzwischen ausgerüstet. Das heißt, an dieser Stelle gibt es viel Technologie und das sind nicht nur wir SubseaTech in Kiel, sondern viele deutsche KMUs, aber auch große Firmen. Da ist natürlich auch in anderen Bereichen Atlas und andere und Rosen beteiligt. Die möchte ich natürlich hier gerne nennen. Also diese Technologie gibt das. Und jetzt ist die Frage, Ships of Opportunity ist eine fantastische Möglichkeit, die ganze Welt zu screenen, Daten für Klimaschutz zu sammeln. Die müssen wir unbedingt nutzen, aber die ist ja auch nicht neu. Als ich vor 31 Jahren angewandte Physik, Meerestechnik studierte, sagte Professor Kulein, es gibt 3000 Schiffe, die müssen wir ausrüsten. Und nun ja, es sind eben viel weniger. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Hamburger Reeder gesprochen, habe ihm davon erzählt, dass wir 40 große Schiffe ausgerüstet haben. Und dann guckt er mich an und sagt, naja, aber das ist doch eigentlich gar nichts. So, und jetzt ist die Frage, wir haben die Technologie, wir haben Reeder, Schiffsbetreiber, die sind alle dabei, ja, baut uns da was ein in das Schiff und warum hakt das ein bisschen? Wir brauchen eine Organisation, denn die Investitionskosten, die verdoppeln sich nochmal mit den OPEX, mit den operationellen Kosten, das muss gesehen werden. Wir müssen wissenschaftliche Daten kanalisieren, damit die genutzt werden können in Datenbanken wie ICOS für Klimadaten zum Beispiel, mit denen haben wir auch gerade gesprochen. Das heißt, wünschenswert wäre eine Organisation, die könnte beim BSH oder woanders angesiedelt sein, die kontinuierlich dabei ist, das Ganze managt, diese ganzen vielen Schiffe irgendwie managt,
das in eine Richtung treibt, dass man eine Struktur schafft. Ich glaube, Deutschland wäre da ideal für geeignet und das würde ich anregen, dass man das nicht auf Projektbasis macht, sondern dass man tatsächlich langfristig denkt und das als eine Einrichtung auch betreibt. Vielen Dank. Bestimmt kommen nachher in dem Fragetool noch ganz viele Fragen auf uns zu. Bevor wir jetzt die Zuschauer mit eingeladen haben, hier ihre Fragen zu stellen, haben wir im Vorwege schon gemacht, möchte ich jetzt noch den zweiten Videoeinspieler über die Stimmen aus der Branche jetzt noch mal aufrufen, weil der gibt uns noch mal eine Sicht, einmal aus Sicht des BSH, aber auch von vielen anderen Akteuren. Freuen Sie sich auf weitere bekannte Gesichter der Meerestechnik. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für mich, der Einsicht zu folgen, dass die Meere uns nicht brauchen. Sie werden immer da sein. Aber dass wir gesunde, widerstandsfähige Ozeane brauchen. Zur Balance des Klimas, als Ressource für zahlreiche Wirtschaftszweige, als Ernährungsgrundlage für weite Teile der Erdbevölkerung, zur Erholung, als Transportinfrastruktur und zur Inspiration. Und ich bin überzeugt, dass die UN-Ozeandekade einen wichtigen Beitrag leisten wird, dass eine solche nachhaltige Nutzung erfolgen kann. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für mein Unternehmen, dass wir bereits bei der Gründung von Offshore-Windkraftanlagen auf die Umweltverträglichkeit achten. Wir ersetzen das lärmintensive Rammen durch ein fast lautloses Bohren. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet zum Beispiel Segelschiffstransporte, aber auch langlebigen Korrosionsschutz der Offshore-Bauwerke. Und dafür entwickeln wir qualifizierte Fertigungsüberwachung. Nachhaltigkeit bedeutet für mich nicht bedingungslosen Verzicht, sondern umsichtige, vorsichtige und vorausschauende Nutzung. Nicht immer einfach, aber für mich und meine Kollegen in der Meerestechnik eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Eine nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für mich, bei der Entwicklung von neuen maritimen Energiekonzepten alle Aspekte auch den millionenfachen Einsatz zu berücksichtigen. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für unser Unternehmen, mit unserer Expertise und unseren Innovationen heute wie morgen gemeinsam eine lebenswerte Welt für folgende Generationen zu erhalten. Nachhaltige Nutzung der Meere bedeutet für mich, dass die Meere auch zukünftigen Generationen als Nahrungs- und Rohstoffquelle, als Verkehrsweg und zur Erholung erhalten bleiben. Ja, viele bekannte Gesichter. Hab mich sehr gefreut, dass dich so rege daran beteiligt haben, diese Videos zu erstellen. Nochmal meinen herzlichen Dank an alle. Jetzt begrüße ich Alexandra Dreier vom VDMA, die im Hintergrund die Fragetools begleitet hat und geschaut hat, was da an Fragen jetzt an unsere Experten hier in die Runde gerichtet werden. Frau Dreier, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, wir haben einige Fragen. Die erste Frage geht gleich zu Munitionsaltlasten im Meer und die würde ich gerne an Herrn Brackmann und vielleicht an Herrn Lukas stellen. Was sind die nächsten Schritte der Bundesregierung und des Wirtschaftsministeriums zur Umsetzung der kürzlichen Entscheidung des Deutschen Bundestages zur Räumung von Munitionsaltlasten in der Nord- und Ostsee? Und Sie, Herr Lukas, könnten vielleicht dann auch das noch mal so ein bisschen begleiten aus Ihrer anderen Sichtweise. Ja, aus unserer Sicht geht es jetzt in dem nächsten Schritt darum, ein Projekt zu fördern, anzustoßen. Da haben wir sogar profunden Sachverstand hier im Raum, was darauf zielt, ein erstes Projekt in Marsch zu setzen, wo wir an einem Ponton, der diese Möglichkeiten hat, Munition, vorher detektierte Munition zu bergen, auch zu vernichten, zu sehen, ob das, was es heute an Entwicklung, Know-how auch schon gibt, für die Munitionsbergung einzusetzen, das zu elaborieren, um dann hinterher entscheiden zu können, funktioniert das so, wie wir uns das vorstellen? Und welche Kosten und welche Zeiträume haben wir dann hinterher, um das Problem Altlastenmunition zu beseitigen? Also wie viele solcher Pontons zum Beispiel bräuchten wir? Was sind die anderen Rahmenbedingungen dabei? Aber der nächste Schritt ist jetzt ganz konkret, ein erstes Projekt in Marsch zu setzen.
Ergänzung dazu vielleicht, das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt, um dort dann Erfahrung zu sammeln. Und wir haben in den letzten Jahren viel Know-how aufgebaut, ob das die Baltic-Taucher sind hier vor Ort, mit ihrem Multitool, um effizient diese Prozesse voranzubringen. Da können wir, glaube ich, jetzt wirklich reingehen in die industrielle Umsetzung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, wo wir nicht nur durch den Beschluss hier im Deutschen Bundestag, sondern auch Rückenwind haben auf europäischer Ebene, da Geld zusammenzusammeln. Der Peter Stein hier von Rostock aus versucht ja auch einen internationalen Fonds für die Ostsee hier aufzusetzen. Das sind, glaube ich, wichtige Schritte, die wir dort brauchen. Und dann geht es, glaube ich, parallel dazu, sich auch den kniffligen Aufgaben zuzuwenden. Korrosion ist enorm herausfordernd, wenn wir also jetzt dort nicht mehr richtige greifbare Körper haben, sondern da irgendwie so ein Konglomerat. Das sind Dinge, wo auch die angewandte Forschung noch Beiträge leisten kann. Aber das deutliche Signal ist, es muss und soll jetzt losgehen. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Aspekte, die wir ergänzen sollen, oder sollen wir zur nächsten Frage gehen? Also ich könnte auch was dazu sagen. Und zwar gehen wir da wirtschaftlich von aus, oder in der Industrie sind viele Technologien vorhanden. Und durch den Support und durch das Zusammenbringen dieser einzelnen Technologien können wir tatsächlich dieses Thema oder das Problem, das in den Weltmeeren, besonders in der Ost- und der Nordsee halt vorherrscht, versuchen zu lösen. Das heißt, wir haben sehr viele Technologien von der Autonomie bis hin zum Verbringen und Rausholen. Jetzt müssen wir das halt gesamtheitlich zusammenbringen. Das ist praktisch das Ziel. Und dafür brauchen wir, wie vorhin ja auch in der Diskussion schon mal diskutiert, wir brauchen Unterstützung, weil das eben ein großes wirtschaftliches Risiko ist, um diese industrielle Lösung dann auch tatsächlich zum Laufen zu bekommen. Vielen Dank. Wo wir gerade über Forschung reden, komme ich gleich zur nächsten Frage. Nämlich die Frage, sehen Sie Forschungsbedarfe im Bereich vertrauenswürdiger Elektronik im maritimen Sektor? Zum Beispiel, um Technologiesouveränität zu erlangen. Ich glaube, Herr Jack, da haben Sie auch eine Meinung zu, oder? Ja. Also ich glaube, dass das Vertrauen und die Akzeptanz in zukünftige Systeme von großer Bedeutung ist. Also gerade mit dem zunehmenden Einsatz von künstlicher Intelligenz oder großen Systemen, die zusammenspielen in einem Art von Systems-of-Systems-Ansatz, werden sehr viele Technologien eingesetzt, die nicht mehr bis ins kleinste Detail beherrschbar sind. Und der Operateur, der muss Akzeptanz für die Systeme aufbringen. Die Systeme müssen so gestaltet sein, dass der Operateur oder die Operateure damit umgehen können, dem System vertrauen. Und wir müssen als Wissenschaft, also ich glaube Wissenschaft und Industrie, müssen halt zusammenarbeiten, es herzustellen, dass die Systeme verlässlich das tun, was sie sollen, um es salopp zu sagen. Und da gibt es jetzt viele Ansätze, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht diskutieren. Die gehen von Trusted AI bis hin zu Explainable AI. Aber die müssen wir uns wirklich jetzt aneignen. Und die müssen auf den maritimen Bereich adaptiert werden, da sie nicht unbedingt eins zu eins jetzt aus anderen Bereichen übernommen werden können, da der komplexe maritime Bereich eben doch noch andere Herausforderungen birgt als jetzt die rein im Überwasser oder im normalen Landbetrieb. Gibt es noch weitere Aspekte, die wir ergänzen sollen? Ich gucke hier auch mal auf die Monitore. Ansonsten vielleicht aus der Forschung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was gesagt wurde, dass wir Vertrauen in die Technologien haben müssen. Aber ich glaube, es geht auch darum, Vertrauen zwischen den verschiedenen Akteuren aufzubauen. Also wenn wir jetzt so einen Datenraum aufbauen, Gaia-X ist als Stichwort schon gefallen, da geht es ja auch darum, dass wir fairen Umgang haben mit den Daten. Dass also der Daten liefert, auch irgendwie was zurückbekommt. Dass wir uns also diese digitalen Geschäftsmodelle nicht irgendwie von Google und Co. aufzwingen lassen, sondern dass wir auch da Autonomie haben. Und ich glaube, dieser faire Umgang mit Daten, das ist durchaus was, wo wir hier in Deutschland und Europa da vielleicht auch Standards setzen können. Vielen Dank. Wir bleiben so ein bisschen bei Zusammenarbeit, jetzt aber bei internationaler Zusammenarbeit. Welchen Stellenwert hat internationale Zusammenarbeit in der Meerestechnik, bei den Rahmenbedingungen zum Beispiel? Oder auch, wir hatten die High-Level-Group, die Prinz Horkorn gestern angesprochen hat. Da würde ich eigentlich gerne mal eine Runde mit allen machen. Wer mag denn mal anfangen? Herr Marx nickt gerade. Ja, das ist relativ einfach. Ich sagte schon, Deutschland ist ja relativ klein im internationalen Vergleich, aber großer Player. Und wir stellen fest, wir sind ein Exportland, wir müssen exportieren. Wir leben von internationalen Strukturen und das tun wir sehr gut. Wir haben Partner überall auf der Welt, im Osten, Westen, Norden, Süden. Das ist auch toll. Und wir müssen auch ganz eng in diesen, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, in diesen Netzwerken zusammenarbeiten, um ganz vorne an der Technologie zu bleiben. Und die wird ja nicht nur in Deutschland gemacht, die wird in vielen Nationen gemacht. Da gibt es tolle Institute, Geomar, AVI und so weiter hier bei uns, aber eben auch Scripps und andere
Und dieses Networking, das globale Networking, ist auch eine tolle Chance für uns. Also es ist also nicht nur Wettbewerb. Wettbewerb stärkt uns ja auch gegenseitig. Wir sind ja auch so ein bisschen gepusht. Wir wollen ja auch ab und zu mal besser sein als die anderen. Und ich finde, das ist eine tolle Gelegenheit, in dieser globalen Welt nach vorne zu gucken und Fortschritte zu machen. Herr Staatsmann, ich würde dann gleich mal zu Ihnen kurz springen, denn Sie haben ja eigentlich gar keinen Heimatmarkt. Sie sind ja eigentlich nur im Ausland unterwegs, sodass bei Ihnen sicherlich internationale Zusammenarbeit oder das Kooperieren eine ganz enorme Rolle auch spielen kann, um die Rahmenbedingungen zu setzen. Genau, es ist auch zwingend notwendig sozusagen, also auch wenn wir sozusagen unsere Turbinen hier in Deutschland entwickeln und auf Prüfständen testen, schon der Feldversuch passiert im Moment für unsere Pilotanlage in Kanada. Da spricht man dann auch mit den Behörden, man spricht auch mit Forschungseinrichtungen vor Ort, auch natürlich mit Technologiepartnern vor Ort. Also ohne den internationalen Austausch ist es bei uns eigentlich gar nicht möglich und denkbar. Das spielt eine sehr, sehr wichtige und große Rolle. Frau Thiele, darf ich Sie in die Runde einbinden? Ja, durch unsere Partner in Kanada haben wir schon einmal von daher einen guten Zugang zum internationalen Markt. Auch weil Kraken Robotic Systems sehr in Cove, in Halifax engagiert ist, haben wir da auch einen ganz normalen, regen Austausch. Was mir ein bisschen fehlt, ist der europäische Markt. Mich würde wesentlich mehr interessieren, was machen die Franzosen, was machen die Spanier. Da stehen wir so ein bisschen, zumindest wir, so ein bisschen außen vor. Und wir sollten auch nicht den chinesischen Markt, den japanischen Markt und auch den russischen Markt so außer Acht lassen. Zumindest sollten wir wissen, was da passiert, wie weit die sind. Sonst kann es auch mal eine böse Überraschung geben. Ich glaube, Herr Brackmann hat ja aus politischer Sicht da auch noch mal eine Meinung zu und sicherlich auch Erfahrungen und auch Instrumente, die Sie ja sicherlich international auch einfach schon bedienen. Vielleicht können Sie da ein bisschen drauf eingehen. Ja, weil wir auch sehen müssen, auf welchen Gebieten wir an welchem Stand sind. Ich will das einmal plastisch deutlich machen. Wir sind ja auch aktiv in der Tiefseeforschung mit ganz besonders großen Herausforderungen und sehen, dass auch in 6000 Meter Tiefe es noch Leben gibt. Und jeder Eingriff dort eben auch bedeutet, dass es sehr lange dauert, bis Natur sich wieder renaturiert. In den kommerziellen Einstieg, also großräumig Manganknollen abzuarbeiten, das wäre heute sicherlich aus vielen Gründen unbotmäßig. Nicht nur Natur, auch Wirtschaft spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber heute geht es genau darum, die Regeln zu schaffen, dass wenn wir einmal auf die Ernte dieser Manganknollen zum Beispiel zurückkommen müssen, das so naturschonend, wie es irgendwie geht, machen müssen. Und da ist die Internationale Meeresbehörde in Jakarta ja dabei, genau solche Regeln aufzustellen. Und mit unserem Wissen, durch unsere Forschung, durch unsere Technologie, was wir dort haben, können wir diesen Prozess sehr weit voranbringen. Und da haben wir auch Unterstützung aus Ländern, die schlechte Erfahrung damit gemacht haben, dass andere, einige Nationen sind schon genannt worden, gekommen sind und sagen, lass mich mal in deinen Gebieten unterwegs sein. Und dann kam, fast hätte ich gesagt, der große Bagger und hinterher der große Ärger. Die sind da durchaus an unserer Seite, zu sagen, lass uns das mal angehen. Und das ist gleichzeitig aber auch für unsere Wirtschaft eben eine Chance, zu sagen, wenn es einer Hochtechnologie bedarf, die andere heute nicht haben, wir diesen Vorsprung haben, dann sind wir, wenn es an der Zeit ist, dort zu ernten, auch diejenigen, die mit die Technik bereitstellen können, dass wir das so umweltschonend wie möglich machen können. Und das ist unsere Strategie, eben den Versuch zu machen, nach vorne zu gucken und mit unseren internationalen Partnern auf diesem Gebiet, gibt es andere Beispiele auch auf europäischer Ebene, der Zeit ein bisschen vorauszugucken, weil natürlich auf internationaler Ebene diese Planungsprozesse noch länger dauern, als sie hier in Deutschland schon dauern.
Herr Lukas. Ja, ich würde gerne nochmal den Aspekt Europa aufgreifen, den Frau Thiele ja eingebracht hat. Wir sind gerade dabei zu schauen, dass wir zum Thema der nachhaltigen Nutzung der Meere und stärker auf europäischer Ebene in der EU vernetzen mit anderen Forschungseinrichtungen, aber auch mit den Pendants zur Gesellschaft für maritime Technik, weil wir doch eine ganze Menge Themen haben, die wir nicht national stemmen können, wo wir, glaube ich, einen Schulterschluss brauchen, gerade mit den starken europäischen Partnern, um dort das Thema im Sinne von Blue Growth auch noch sichtbarer in Brüssel zu machen und die Dinge, die wir hier angefangen haben, dort in die europäischen Kooperationen mit einzubringen. Eine Frage können wir noch. Alles klar. Herr Jark, darf ich Sie sozusagen hier in der Runde auslassen? Ja, ne? Stichwort Bürokratieabbau. Das fiel ja auch ein paar Mal und ist ja auch ganz wichtig. Wie kommen wir sozusagen weiter? Wie kommen wir schnell weiter? Wie kommen wir gut weiter? Und wie kommen wir gemeinsam weiter? Wenn jeder von Ihnen jetzt ein Wunsch dir was frei hätte, was wären aus Ihrer Sicht so die nächsten wichtigen Schritte oder der wichtigste Schritt, um die Potenziale der Meerestechnik zu heben? Unter der Überschrift Bürokratieabbau. Ja, ich kann ja mal starten. Ich glaube, es geht viel um Kommunikation. Also wir merken das, wenn wir erstmal in Dialog treten mit Behördenvertretern, die natürlich auch Aufgaben und Vorschriften haben, von denen sie nicht so einfach abweichen können. Aber wenn die erstmal verstanden haben, was auch möglich ist, Stichwort Digitalisierung hat ja auch sehr viel an Bewegung in unsere Gesellschaft gebracht. Man weiß einfach, man kann nicht so wie bisher wirtschaften und auch Verwaltungsprozesse abwickeln. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, jetzt Beispiel zu diesem Thema autonome Fahrzeuge, wirklich die Leute, die es betrifft, die sowas auch genehmigen, in gemeinsamen Dialog zu bekommen, dass wir da schon ersten wichtigen Schritt machen können, um da Vertrauen aufzubauen und dann schrittweise dann auch diese Hürden abzubauen. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen einfach die Runde. Ja, aus meiner Sicht ist es die Kooperation, dass wir die erhöhen müssen hinsichtlich der politischen Treiber, also der politischen Verantwortlichen, der industriellen Verantwortlichen und der wissenschaftlichen Verantwortlichen, um die Themen sehr frühzeitig zu identifizieren und dann schnell in die Umsetzung zu bekommen. Also unser Erlebnis ist, dass wir halt merken, Projektantrag wird gestellt und dann haben wir sehr lange, bis wir dann in einer engen Absprache was besprechen und dann dauert es sehr lange, bis dann wirklich die Förderung eintritt. Und wir müssen im Markt einfach sehr viel schneller ankommen und dafür brauchen wir eine sehr viel schnellere, effizientere und weniger aufwendige Antragsstellung. Also unter dem Stichwort würde ich das als meinen Wunsch sehen. Vielen Dank. Sie würde ich zum Schluss gern nehmen, Herr Brackmann. Dann hören Sie sich nämlich alle Wünsch dir was an. Frau Thiele, wie geht's bei Ihnen weiter? Also Wünsch dir was wäre, ganze Teile wegzusprengen, aber so einfach ist es nicht. Naja, es wäre, das ist jetzt gar kein Spaß. Man könnte auch mal ein Forschungsprojekt damit machen, wie viel Energie wir aufwenden, um selbstgestellte Hürden wieder wegzuräumen. Also das ist eine spannende Frage, aber ist dann leider hinterher ohne Marktwert. Aber Spaß beiseite. Nein, wir müssen sehen, und deswegen ist es genau richtig, was die beiden Vorredner sagen. Wir müssen immer, wenn wir über Neues sprechen, über eine Kommunikation reden, dass die Entscheider hinterher überhaupt verstehen, worum es geht. Das ist nicht ganz einfach, weil in den Apparaten natürlich Menschen sitzen, über einen langen Zeitraum, die unterm Strich Vorgänge bearbeiten und dann kommen ständig neue Begrifflichkeiten, ständig neue Technologien, ständig neue Anforderungen. Da Schritt zu halten ist schwierig. Deswegen bedienen wir uns ja auch schon Projektträger, die, glaube ich, sehr gutes Fachwissen haben, die auch sehr professionell, auch gut mit den Antragstellern umgehen. Und wir müssen dann eben sehen, wie wir das, was dort an Erkenntnissen ist, auch so schnell wie möglich dann zur Entscheidung bringen und das nicht in Vorgängen schmort. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch in den Verwaltungen, so wie wir das in meiner Geschäftsstelle haben, externe Ingenieurin zum Beispiel, die auch von der Sicht wenigstens den Sachverstand mitbringen und ein bisschen einschätzen kann, worum geht es, dann glaube ich, können wir schneller werden. Und das, was wir hier machen, miteinander reden, ist deswegen unheimlich wichtig. Und das gilt für alle Ebenen. Kommunikation ist, glaube ich, das entscheidende Thema. Eine Minute haben wir noch für die Fragerunde. Ja, ich will jetzt doch noch mal eine Lanze brechen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht in letzter Zeit mit dem TBI, LFI, also was Förderung des Landes anbetrifft. Alle sehr freundlich, sehr auskunftswillig.
Aber es steht nun mal fest, für einen Förderantrag muss ich so einen Stapel Papier erstellen und das auch noch original hinschicken. Und dazu kommt, wir sind ein produzierendes Unternehmen. Das ist nicht unser Job. Das machen wir irgendwie so mal nebenbei. Kann man da vielleicht hilft es auch, wenn man sich zusammensetzt und sagt, so, ich erkläre jetzt das Projekt und du schreibst mit, ist es vielleicht auch einfacher? Herr Marx nickt. Herr Marx, vielleicht in ein, zwei Sätzen und dann Herr Staatsmann. Ja, Frau Thiele, das spricht mir als Mitbewerberin aus dem Herzen natürlich, weil es viel zu Dingen zu sagen zu, ist ja schon gesagt worden. Ganz kurz, es funktioniert ja auch wirklich schon ganz viel bei uns. Also wir müssen ja nicht nur immer meckern. Aber es ist so, die Bürokratie wächst natürlich, weil, ich sage das mal vorsichtig, auch der Behördenapparat wächst ein bisschen mit. Beispiel, die Firma Societech ist gewachsen. Wir werden jetzt vom Statistischen Bundesamt unter Strafandrohung, müssen wir da Statistiken abliefern im Monatstakt. Und das bedeutet, dass wir das Controlling intern runterfahren müssen, um einfach diese Arbeit zu leisten, damit wir die Statistiken befriedigen. Und wie Frau Thiele sagt, wir sind ein produzierendes Unternehmen, wir fahren da Dinge runter und das ist eigentlich nicht gut. Das ist nur so eins von vielen Beispielen und die Antragstellung und so weiter haben wir gehört, die dazu, also ein bisschen realitätsnahe mit uns umgehen, das wäre eigentlich nicht schlecht. Und ansonsten, sage ich mal, haben wir eine total tolle Zusammenarbeit, wir reden alle miteinander. Und es macht schon Spaß, hier Meerestechnik in Deutschland zu machen. Herr Staatsmann, ganz kurz bitte. Ja, im Bereich der Meeresenergien haben wir in der Tat das Thema, dass also wir eigentlich gar nicht in den Meerestechnik-Fördertopf passen. Oder bisher hatten wir uns immer gesagt, da passen wir nicht rein. Wir finden uns im Energierahmenforschungsprogramm wieder. Allerdings ist da sozusagen der Topf, der für Meeresenergien da ist, sehr, sehr klein und wurde auch immer kleiner über die letzten Jahre. Und das hilft nicht, dann hilft es natürlich auch nicht, wenn man Förderanträge einreicht und dann irgendwie erstmal ein Dreivierteljahr vom Projektträger nichts mehr zurückhört. Also das ist auch Thema Kommunikation und Rückmeldung, da hapert es auf unserer Seite. Vielen Dank. Ja, jetzt kommen wir zur Schlussrunde. Wir haben es geschafft, die Zeit verging wie im Flug. Ich möchte jetzt ganz kurz in einem Satz zunächst von den Vertretern aus Wirtschaftswissenschaft, von Ihnen jetzt nach diesen Diskussionen für Sie einmal die wichtigste Handlungsempfehlung, die Sie Herrn Brackmann auf dem Weg mit nach Berlin geben. Wir fangen jetzt einfach mal bei Ihnen an, Herr von Dukas. Ja, ich glaube, um der Rolle der Meere wirklich gerecht zu werden, brauchen wir keinen maritimen Koordinator mehr, sondern ich würde mich freuen, wenn wir in der neuen Regierung einen Meeresminister hätten, der die ganzen Kompetenzen wirklich bündelt und dann das Thema geschlossen nach vorne bringen kann. Vielleicht wäre das ja was für Herrn Habeck. Herr Tag. Also aus meiner Sicht ist es die übergreifende Kooperation und Kommunikation aller Beteiligten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft für Innovation und maritime Technologien und auch keine Berührungsängste vor Dual Use zu haben. Frau Thiele. Ja, ich würde mir Nachhaltigkeit wünschen, auch gerade für das OTC, nicht mit Fördermitteln etwas hochpushen, was dann da so rumsteht. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wir das später nutzen, wofür soll das alles sein und dann den Aufbau schnell, möglichst unbürokratisch über die Bühne bringen. Herr Marx, bitte einmal die wichtigste Botschaft an Herrn Brackmann. Herr Brackmann, eigentlich würde ich sagen, Bürokratieabbau, da haben wir schon viel drüber gesprochen, einfachere Förderung der KMUs, realitätsnahe, weil wir einfach kleiner sind, nicht die Performance haben, das alles zu leisten. Wir machen TRL 5 am Ende oder 6 dürfen wir schon gar nicht. Das heißt, wir dürfen keine Produkte entwickeln. Wir dürfen auch nicht sofort auf den Markt gehen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber eigentlich die eigentliche Botschaft ist aber, wir müssen unsere Kinder ausbilden. Wir müssen das Schulwesen stärken, weil dann erledigen sich ganz, ganz viele Dinge von alleine nachher. Vielen Dank. Herr Staatsmann? Ja, aus meiner Sicht wäre es schön, wenn auch in den Behörden und den Entscheidungsträgern erkennen würde, welche Möglichkeiten wir haben, aus dem Meer auch die Energiewende mitzugestalten und eben das Ganze mit Innovation aus Deutschland auch zu treiben. Vielen Dank. Herr Brackmann, Sie treten ja nicht wieder an. Bedauerlich. Was würden Sie
aus Ihrer Sicht an Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin an wichtigen Botschaften aus der Meerestechnik weitergeben? Ich will, ohne der Versuchung zu erliegen, jetzt zu den einzelnen Schlussstatements etwas zu sagen. Aber der eine Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig. Wir brauchen miteinander Planungssicherheit. Wir haben, glaube ich, keinen großen Erkenntnisverlust, sondern wir haben die Chance, noch besser zu werden bei der Umsetzung. Und da ist Verlässlichkeit aufeinander ein ganz wichtiges Ding. Wir haben bisher in dem nationalen Masterplan Maritime Technik bis 2025 einen Rahmen, wo wir alle zusammengewirkt haben, geschaffen. Das wird sicherlich eine ganz wichtige Aufgabe für die nächste Regierung sein, dort eine Fortschreibung zu machen. Das Zweite ist, glaube ich, der deutliche Hinweis, jetzt mal gar nicht auf meinen Nachfolger, ihm sei es gegönnt, aber eine Stufe höher, weil es exakt so ist, wie Sie sagen, dass wir eine Strategie brauchen und die brauchen wir als Europäer auch für die gesamte Welt. Und deswegen dürfen wir nicht immer taktisch hin und her im Umgang zum Beispiel mit dem asiatischen Raum, um mal ein Beispiel zu sagen, sondern müssen wir uns in Europa fest positionieren. Taktik ist, ohne dass man eine Strategie hat, so wie der Lärm vor der Niederlage. Das ist, und deswegen brauchen wir genauso etwas, wie Sie es beschrieben haben, auf europäischer Ebene, aus einer Hand eine klare Strategie für alle verlässlich. Und ich glaube, wenn man das alleine beleuchtet und wir ein Stück schneller werden, das, was auf der Welt gefordert wird, auch weiter unterstützen, dann geht es, glaube ich, der Branche gut. Das nehme ich auch aus meiner Amtszeit mit. Der Zusammenhalt in der Branche, der Blick nach vorne, zu sagen, wir wollen es schaffen, das ist aber schon die erste Voraussetzung, das hinterher auch tatsächlich zu schaffen. Also lass uns alle mit dieser Hoffnung und dieser Zuversicht auch in die nächste Zeit gehen. Ich werde es dann nicht mehr richten, aber allen Akteuren dann ein Glück auf diesem Weg. Dankeschön. Herr Brackmann, ganz herzlichen Dank für die tollen Botschaften hier, für die tolle Zusammenarbeit. Ein paar Monate haben wir ja noch. Jetzt bleibt es mir nur noch, mich ganz herzlich zu bedanken. Zum einen bei den Referenten, bei den Experten, bei Herrn Brackmann, dann bei der Co-Moderatorin Frau Dreyer vom VDMA, den Akteuren der Videobotschaften, den Stakeholdern, die diesen Prozess begleitet haben in der Vorbereitung auch unseres Forums, natürlich dem Gastgeber Land Mecklenburg-Vorpommern und natürlich dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, besonders dem Organisationsteam für die herausragende Zusammenarbeit, für dieses wirklich, was hier auf die Beine gestellt wird. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Bleiben Sie gesund und ich freue mich bald auf einen persönlichen Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank.